und zurück. In der düsteren Welt vom Witcher, in der kriegsverseuchten Welt vom Witcher. Überall Leid. Überall Leiden. Wir haben die Drachenwurz. Und ich würde sagen, dann schauen wir mal, ob der Seher irgendwas weiß. Ich glaub's noch nicht. Oh, du bist zurück. Ich bringe dir, was du haben wolltest. Danke. Jetzt einen Moment, bitte. Ich sehe einen Wolf, der auf einen einzelnen Turm zuhält, im Schneesturm. Er folgt der Schwalbe. Aber die Schwalbe hört nicht auf das Heulen des Wolfs. Sie fliegt immer höher, weil sie weiß, dass es ihr letzter Flug ist. Estuart Esse. So wird es sein. Haltet Ausschau nach den Zeichen. Die Welt wird in Frost ersterben. Und wird mitsamt einer neuen Sonne wiedergeboren werden. Aus dem älteren Blute heraus wird sie wiedergeboren, aus dem Hen ich her, dem ausgesäten Samenkorn. Idlines Prophezeiung. Lass mich. Geh. Geh jetzt. Aus dem älteren Blute. Und das kann nur Ciri sein, ne? Denk ich. Das kann nur Ciri sein. Schauen wir mal, ob die Queste noch aktiv ist. Nein. Wir haben ja gesagt, wir könnten uns jetzt ein Hexerschwert herstellen, ne? Dazu brauchen wir allerdings einen Schmied. Es wäre angebracht. So, und wir haben außerdem gesagt, wir wollen eigentlich, ja, trotz alledem, auch wenn wir den Schmied haben, möchte ich doch jetzt die Hauptquest weiter verfolgen. Denn auf dem Schwierigkeitsgrad, ja, nehme ich am besten die Stufe, die hier vorgeschlagen wird. Ne? Und da müssten wir nach Heidfelde. Da müssen wir mal schauen, ne, wo das liegt. Und ihr wisst, mit meinem Orientierungssinn wird es wohl nix. So, wir haben hier unten noch ein Anschlagbrett. Gut, gut. Interessiert aber erstmal... Ach ja, im Steinbruch. Ja, aber das waren auch diese Algule, ne? Wo ist denn jetzt eigentlich? Hup, hup, hup. Ist denn jetzt eigentlich... Also ich weiß nicht, nach dem neuen Patch, ne? Finde ich... Ruckelt's hier auf der Karte mehr als davor. Manchmal sind so Patches, ne? Ja, wo muss ich denn hin jetzt? Ich blicke hier überhaupt nicht durch. Ach, hier. Hier. Also müssen wir wieder zurück. Wir sind ja ganz hier drüben, ne? Wie wäre es? Wir haben doch dieses... Haben wir dieses Dorf hier schon erkundet? Also hier waren wir auf alle Fälle schon. Waren wir hier schon? Passt auf. Wir machen das so. Ich reite... Ja, ich gehe mal zu meinem Pferd hin, dann reiten wir hier runter an diesem Banditenlager vorbei und hier schauen wir nochmal auf die Karte. Ne? Wir sollten uns so weit wie möglich immer links halten. Versuchen wir es mal. Immer so weit wie möglich links. Probieren wir es noch. So.
Monster vermehren sich im Krieg bestens, oder? So, Pferd, wo finde ich dich? Ach, da. So, mein Pferd. Es geht weiter. Blötze, bist du bereit? Ich wär's. Hey. Ich wäre es. Ist es jetzt so richtig, was wir machen? Nee. Anscheinend, wahrscheinlich. Ich denke mal ganz klar, nein. Ich sehe jetzt schon gar keinen Weg mehr. Und das ist nicht gut. So wie ich das sehe, ist es nicht gut. Nee, nee. Ich habe jetzt keine Lust auf euch. Ich gehe mal da unten zur Straße hin und schau mal lieber nochmal auf die Karte. So. Halt. Plätze. Halt. Halt. So. Nee, obwohl. Oh Gott, wir sind ja völlig falsch. Aber so, vollkommen falsch. Und das war Riesenstadt da unten. Ja, wenn wir schon mal auf dem Weg sind, oder? Na, ja, aber jetzt kommen wir immer weiter von der Hauptquest entfernt, da denke ich mal. Ist vielleicht nicht so gut, ne? Ist vielleicht nicht so gut. Nee. Wir gehen zurück, halten uns links, haben wir gesagt, ne? Okay, gut. Los. Los, Blötze. Auf geht's. Uiuiui. Eieiei. Ist das... Blendet ja total. So, aber, ne? Realistisch. Also manchmal, wenn ich so mit dem Auto fahre, dann muss ich sagen, blendet mich die Sonne ähnlich. Ja, vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber schön. So, links halten, ne? Haben wir gesagt. Das mag ja was werden. Mit unserem Orientierungssinn. Mit meinem Orientierungssinn. Halt, ein Monsternest nehme ich mit. Wenn es keine... Oh Gott. Oh! Lass! Auf geht's! Schaffen wir das? Ich geh schon runter. Ein Monsternest. Wäre nicht schlecht, wenn wir das ausräuchern. Was haben wir im Angebot? Neckar? Sehen beinahe so aus, ne? Neckar, ja. Mit Neckern können wir's aufnehmen. Komm her. Komm her, Kleiner. Na, völlig wieder. Verbaut. Und ab! Ja. Und hab! Ich wär jetzt bereit für. Und hab! Hoppa! Halt, warte, wir. Brauchen hier. Hier ist gleich das Nest. Würde ich gleich zerstören. So. Wir sehen es uns mal an. Nett. Mutagen. Nehme ich mit. Aber ich finde es so schön. Ich finde. Jetzt mal. Ich hatte hier ein bisschen eine kleine Diskussion über ja, Anzeigen, ne? Ich mache ja auch in Skyrim, oder ich habe ja in Skyrim keinerlei Anzeichen, ne? Und ich finde es... Ah, danke. Ich finde es so viel schöner. Passt auf. Dann nehmen wir das alles hier mit. Wir sind dann zwar... überladen ohne Ende, aber wir können ja mit dem Pferd reiten, ne?
Sag mal, haben die Haare nochmal überarbeitet oder sahen die schon immer so gut aus? Was denn? So, ist hier noch was? Sieht beinahe so aus, oder? Nee. Ich glaube, das war's. Ja, war ja auch nicht schlecht, was wir hier bekommen haben. Blitzer, ich brauche dich. Ich bräuchte dich. Da haben wir schon eine Satteltasche gekauft, ne? Wo ist er denn? Hallo? Ach, da unten. So. Auf geht's. Da haben wir übrigens wieder... Ich sehe immer die Fässer nicht, ne? So, auf der Straße. Jetzt ist natürlich noch die Frage. Mach langsam. Ich glaub, hier rauf müssen wir. Sind nicht viel überladen, aber überladen. Ne, wir müssen nicht hier rauf. Wir müssen runter. Wir haben uns sowieso wieder verfranst. Ja, hier, das wäre natürlich cool gewesen. Wenn wir hier einen Rüstungsschmied hätten, ne? Ich würde mal sagen. Wo ist denn der nächste Rüstungsschmied? Hier, ne? Wir. Wir werden auf alle Fälle mal hierhin reiten. Also durch das verödete Dorf hier durch. Und dann hier wird es wieder ein bisschen am Fluss entlang. Ne? Irgendwie am Fluss entlang. Probieren wir es. Los, lauf! Komm, Blitzer. Lauf. Es wird schon wieder Abend. Oder auch Nacht, ne? Komm schon. Wir werden jetzt gar nichts mehr wird uns aufhalten. Ich glaube, hier haben wir uns schon wieder verfranst. Moment. Ja, haben wir, aber wir bleiben trotzdem mal hier. Wir bleiben trotzdem mal hier. War cool, oder? Heya! Oh! Laufplätze! Oh! Aber irgendwie schön so, der Sonnenuntergang. Oh! Komm schon, Plätze! Plätze! Ich glaube, wir haben uns schon wieder alt. Jetzt blicke ich gar nicht mehr durch. Jetzt blicke ich. Ah, wir sind noch gar nicht so schlecht. Wir sind noch nicht so schlecht. Lass Plätze! Nur gut, es war eine Karte dabei. Ich glaube, jetzt müssen wir hier rauf. Halt! Ich muss nochmal drauf schauen. Nee, müssen wir nicht. Wir sind hier und dann kommen wir in das Dorf hier. Ich weiß noch nicht, ob wir in das Dorf gehen. Nee. Wir. Obwohl, ne? Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Und reiten dem Sonnenuntergang entgegen. Hier rauf, ne? Da müssen wir uns irgendwie dann links halten, bevor wir ins Wasser fallen. Ich glaube, jetzt hier links wäre nicht schlecht. Ich schau nochmal lieber. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ja, nicht schlecht. Und auf der Straße bleiben wir. Bis zum Rüstungsschmied. Weiter so, Plätze. Weiter so, Plätze. Sehr schön machst du denn. Deinen Sprint. Also ich bin sehr zufrieden. Ja, ja. Ich bin sehr zufrieden jetzt mit dieser Suite FX, die ich zurzeit drauf habe. Mit dieser Grafikeinstellung. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Da ist zwar noch von den Farben allerhand da. Das ist ein Nilfgaarder. Schon von der Freiheit-Brigade gehört? Deinesgleichen hat dort gedient. Anderlinge. Nö. Momentan nicht. Moment. Jetzt würde ich sagen, da unten ist das Dorf, ne? Schneller. So, das sieht gut aus. Bisschen Nebel kommt auf. Langsamer. Wäre schön, wenn jetzt hier der Schmied wäre. Ne? Vor allen Dingen, wenn er noch... Da ist er doch, ne? Ist doch unser Schmied. Klar ist er das. Sehr schön.
Und vor allen Dingen, wenn er uns das Hexerschwert schmieden würde. Ich gehe mal ganz elegant hier drüber. Upsa. So, Grüße. Verlässliche Waffen aller Art, Stahlschwerter und schwere Keulen für Männer, gravierte Schlagringe für die Damen. Zeig mir deine Waren. Nein. Moment. Nicht Waren. Genau, hier, das brauchen wir. Ich möchte ein Hexerschwert. Bitte schön. Das wäre richtig... Was fehlt uns denn jetzt schon wieder? Aber ich denke, wir haben das Demeritium. Wieso fehlt uns jetzt schon wieder das Demeritium? Oh man. Hat der vielleicht hier Demeritium? Sieht nicht so aus, ne? Stahl haben wir. Fasern haben wir. Holz haben wir. Vogelfedern haben wir. Eisenerz. Und Schwefel. Aber... Na, ihr versteht. So ein Mist. Ja dann... Was weiß ich. Verkaufe ich erstmal. Dann verkaufe ich ihm erstmal. Ich hau jetzt alles raus hier. Ich hau alles, was es gibt. Ich weiß nicht, weil das hat so ein Sockel, ne? Das kann man sockeln. Halt, wartet. Das hauen wir gleich mit raus, ne? Achso, wir könnten noch reparieren. Auf alle Fälle. Das darf man nicht vergessen. So, ja, dann... Da ist ja alles... Alles. Ja, nee, die Greifentrophäe lassen wir mal. Ja, dann... Weg damit. Weg damit. Trotzdem, ne? Ist ja Wahnsinn. Jetzt haben wir 53. Das letzte Mal hatten wir 45. Das stapelt sich langsam, ne? Blöd. Wir bräuchten ein Haus, wo wir das alles lagern. Beim ersten Witcher konnte man das immer in einer Truhe lagern, ne? Dann konnte man in jeder Taverne drauf zugreifen. Ich meine, ist jetzt nicht realistisch, aber ich finde es gar nicht so schlecht gewesen. War gar nicht so schlecht, finde ich. Das mag er nicht. Von mir aus. Ja, das brauchen wir. Ich weiß ja nicht, ob ich das noch alles brauche, ja. Wahrscheinlich sogar. Aber. Wieso habe ich kein Demeritium? Ich hatte doch Demeritium. Ich habe doch noch extra gesagt, oder? Habe ich nicht noch extra gesagt? Ich habe hier genug von dem Dunkeleisenerz. Was macht man denn aus Dunkeleisenerz? Nur mal so als Gag. Was mache ich denn aus Dunkeleisenerz? Glühender Erzbarren. Demeritiumbarren. Demeritiumerz. Ja. Ich hab doch hier Demeritium. Ach, ich hab Demeritiumerz. Na, da macht doch ein Demeritiumbarren draus. Die Stufe des Handwerkers ist zu niedrig. Oh ja. Ja, gut. Von mir aus.
wenn du das sagst. So. Oh ja, das gehört. Ach so, halt, nee, das war das Hexenschwert. Na ja, gut, doch. Wir haben ja noch keins, ne? Wir haben ja noch keins, ja. So, dann. Oh ja. Eindeutig. Oh, das kostet uns jämmerlich. Aber ich finde es gut balanced. Vom Geld her, ich habe nicht übermäßig. Ne? Ich habe mal reingeschaut. Ja, das brauchen wir noch nicht. Ich habe mal so ein, zwei Folgen mal reingeschaut bei anderen Let's Playern. Und ich habe gesehen, die haben Massen an Gold. Ich denke, dass das auch daran liegt, welchen Schwierigkeitsgrad man nimmt. Man bekommt, glaube ich, weniger auf dem. Das finde ich toll. Na, also, ich denke, wir haben genau den richtigen Schwierigkeitsgrad genommen. So. Gut, na? Aus die Maus. Kann man irgendwo die Meritium-Baren draus gewinnen? Nee, ne? Beim Zerlegen? Oder weiß man überhaupt, was man draus... Ach, Stahl. Ach so, das steht immer da. Könnte irgendjemand mir die Meritium-Baren? Nee, das ist ja Quatsch. Metroid-Baren. Oh, wir könnten trotzdem mal schauen, ne? Ja, dass wir doch aus irgendwas einen Demeritium-Barren bekommen. Das wäre ja... Ah, Dunkelstahlbarren. Dunkelstahlbarren. Das wäre ja toll, oder? Aber ich glaube, das gönnen sie uns nicht. Ich glaube nicht, dass sie uns das gönnen. Zwirn, Faser, Baumwolle. Ja, das bekommen wir. Eisenerz. Das alles, das wollen sie uns geben, aber die Meritium, ne, das könnt ihr wohl voll vergessen. Achso, also ein Schwert. Ich hätte die zerlegen können noch. Vielleicht hätte ich aus irgendeinem dieser Schwerte die Meritium herausbekommen. Auf der anderen Seite, was ist denn, wenn wir unser Hexerschwert zerlegen? Nur mal so als Gag. Bis dann. Nur mal so aus absoluten Gag heraus, ne? Ich leg das mal ab. So, passt auf. Nur mal schauen. Verlässliche Waffen aller Art, Stahlschwerter und schwere Keulen für Männer, ja. Gravierte Schlagringe für die Damen. Ja, das ist schön. Zeig mir deine Waren. Zerlegen brauche ich. Das wäre das. So, ist wahrscheinlich ganz unten. Nur mal... Ah, nee. Gut. Kein Demeritium. So, dann sag ich auf alle Fälle... Bis dann. Bis... zur nächsten Folge. Ciao, ciao.